Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 160 von Avorion. Ja, der Thomas Stehler hatte geschrieben, ich sollte mal an den Rand der Galaxie, nicht an den Rand, sondern an den Kernrand sozusagen an der Galaxie gehen und da schauen, ob ich da Xanion kriege. Dafür müsste man mal gucken, wir haben ja hier genügend Möglichkeiten wahrscheinlich. Genau, hier ist dieses Bergbauschiff wahrscheinlich, was macht das da? Oder Schrott sammelt das? Oder haben wir noch was näher? Nee, das war ja schon da, glaube ich, ne? Oder ist, wo kommt das denn her? Ist da der Rand? Hier ist der Rand. Wieso waren wir denn da schon drinne? Waren wir da schon drinne? Hä? Oder ist es nur ein Teil der Karte, die wir irgendwo gekauft haben? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Gehe ich mal fast von aus. Weil, obwohl, hier hinter sind ja auch Linien, ne? Ja, könnte aber auch sein, dass das definitiv Karten sind, die wir da haben. Okay, aber hier werden wir jetzt hingehen, schauen dieses Schiff, dass wir den Miner 1 da einmal reingehen und dann schauen wir nach dem Intro, wie wir da Xanion kriegen können. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gehen wir mal in den Miner. Der wird jetzt verbleibende Zeit 2 Stunden 1, 2. Okay, das ist dann halt so. Schiff zurückrufen. Ja. Rufen wir zurück. Er ist da. Und hier ist Ressourcendepot und Handelsposten. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir doch da gleich reingehen. Zu einer 1 wechseln. Und schauen wir, ob wir dann beim Ressourcendepot gleich was kriegen können, oder? Aber wahrscheinlich sind wir mit denen nicht gut Freund, aber das spielt ja erstmal keine Rolle, glaube ich, bei denen, oder? Nicht M, sondern N. Da ist es. Können wir F drücken. Ja, aber Xanion gibt es hier nur gerade mal 8. Ne, das ist ja unser Xanion. Ah, okay. Hier sieht es besser aus. Alles klar. Dann haben wir das erst. Dann würde ich aber sagen, müssen wir jetzt aus der Karte raus. Das Ressourcendepot findet sich da, was gar nicht mal so weit weg ist. Dann können wir da gerade hinfliegen. Sehr gut. Und da irgendwo ein Dockingport. Oben und unten. Strahl an und gedockt. Ressourcen handeln. Xanion kaufen. Kann ich das alles kaufen? Nee, ne? Auf eine 5 brauchen wir da. Doch, wir können alles kaufen. Dann haben wir genug. Ging also, ne? Und hier haben wir gleichzeitig auch die Beziehung dann verbessert. Wie sehen die Beziehungen da aus? Heißen die so? Ja, die heißen so. Dann sind wir nicht mehr neutral, also sind wir noch neutral, aber denen ist nicht mehr so krass. Aber hier gab es ja auch von denen Handelsposten, ne? Ach, vorher war das andersfarbig, ne? Warte mal, das bedeutet doch, wenn das vorher andersfarbig war, waren die Beziehungen schlecht? Nee, ne, oder? Nee, so viel haben wir nicht dazu. Nein, das kann nicht sein. Okay, wo geht's lang? Da geht's lang. Da oben müssen wir hin, aber... Warte mal, wir können auch gleich gucken, ob's hier... Ne, hier gibt's nichts. Fliegen wir mal da die Richtung erstmal und dann verbessern wir natürlich hier auch die Beziehung.
Transportlizenzen sollen wir uns da holen. Sehr schön. Ich halte mal jetzt so an. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht beinahe dran geknallt wären. Hätte sein können, ne? Okay. Traktorstrauen an und dann geht's. Okay, hallo, Sie sprechen mit dem automatischen Lizenz für unsere Güter. Güter handeln. So, dann können wir Güter handeln. Wir kaufen von denen und verkaufen dann wieder. Wo gibt es denn hier einen guten Preis? Hier? Vorrat, wo ist denn der Preis jetzt hier? Volumen, ach da. Dann nehmen wir das hier, oder? Zielerfassungskarten. 7787 kaufen. 682 ging nur rein, okay. Und die kann man das doppelklicken und dann übernimmt das? Nein, leider nicht. Stopp. 682 verkaufen. 15.000 plus sind noch neutral. Kaufen. Jetzt sind wir schon gut. Jetzt haben wir sie verkauft. So, einmal P aufrufen. Wir sind mit denen bei ja, 53.000. Können wir nochmal machen, dann geht's, ne? Aber machen wir nicht. Wir können jetzt aber schauen. Auf der Karte gibt es hier ein Ressourcendepot. Ne, Ressourcen, Ausrüstungsdock. Ja, da oben. Dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt als nächstes dorthin, ne? So, das bedeutet da, von da nach da. Und er nimmt das Tor, passt. Gut, raus aus der Karte. Er bewegt sich schon irgendwie von der Station jetzt gerade weg. Ist da das Tor auch? Ah, ne, der macht einen Hyperraumsprung, ja. Gut, passt. Dann müssen wir auch noch den Abenteurer treffen, steht da. Und was der Thomas Stehler noch geschrieben hatte, wir können bei Botan noch wieder so einen Generator da kriegen, ne? Aber jetzt gucken wir erstmal zu, dass wir hier Beschleunigerfabrik. Was kriegt man denn bei Beschleunigerfabrik? Güter handeln. Achso, okay. Haben wir mal irgendwann schon gebraucht, ne? Teleporterfabrik. Kraftgeneratorfabrik. Antigravfabrik. Ist das da ein Asteroid, den wir gebrauchen können? Nein. Wo ist denn das Ausrüstungsdock? Ich sehe es nirgendwo hier am Rand. Ach so. Oder? Karte? Müssen wir nochmal springen? Ja, wir müssen nochmal springen. Wieso ging das jetzt nicht weiter? Naja. Ja, Auftrag ist doch drinne. Junge, dann flieg doch mal dahin. Ja, macht er nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Sagt er, dieser Sektor ist unerreichbar? Jetzt nochmal auf ein neues dahin und dann
dahin. So, jetzt hat's geklappt. So, und warum wird aufgeladen? Wir springen dahin. Eben zuerst hat er ein Tor angezeigt. Jetzt, wo wir dann den Sprung hinter uns haben, war doch kein Tor mehr da. Das war schon sehr komisch, oder? Aber naja, ist die Technik. Die versagt dann auch schon mal. Nächster Hyperraumsprung bei. Ja, jetzt fliegt er los. Dann sind wir in dem Ausrüstungssektor, ne? Dann schauen wir uns das mal hier an. Da ist der Schiffsanker, da ist ein Ressourcendepot, da unten ist das Ausrüstungsdock. Und Ausrüstungsdock. Ist dort oben. Wie war das jetzt hier? Warum? Aha. Ja, sieht so aus, als ob er dahin fliegt. Nee, das war so richtig. Macht er auch. Passt. Ja, das mit dem Fighter da ist ja auch noch eine Aufgabe. Da soll man den Abenteuer für treffen. Dann müssen wir da auch mal gucken, wo das ist, ne? Weiß ich jetzt aber auch nicht. Naja, aber wir sind jetzt erstmal hier zum Ausrüstungsdock unterwegs. Wir haben Xanion gekauft. Jetzt gucken wir da mal rein, ob es da was gibt, was wir brauchen können. Wir sind ja jetzt auch mit denen hier gut Freund und hoffen, dass es jetzt klappt mit einer Waffe. Beziehungsweise Bergbaugeräten. Okay, der tastet sich jetzt da gerade ran. So, da kommt die Station. In Reichweite. Okay, der ist jetzt vorbeigeflogen. Kann das sein? Wo fliegen wir rein? Ja, hier unten ist es, glaube ich, tatsächlich das nächste Dock, ne? So, das hat geklappt. Ausrüstung handeln. Geschützkontrollsystem in den Geschütze plus 2. Bei Festen aktiv, erliebe Geschütze plus 1. Allgemeine Geschützkontrollsystem. Hyperraum ja, plus 289. Energieverbrauch plus 289. Hyperraumverstärker. Aufsteckendes Hyperraumverstärkersystem. Alarm, eine große Flotte fremdartiger Schiffe ist erschienen. Okay. Basishandelssystem. Wer sind die? Ach hier, jetzt die Power Flak dürfen wir noch nicht kaufen aus Xanion. Aber hier sind jetzt definitiv schon mal Xanion-Geschütze und so. Tesla-Kanone. Aber jetzt auch nicht, klassisch Schieber. Standardaufbau bei dem Butler, Standard Dreifachpoint. Da ist jetzt aber nichts bei, was ich zum Abbauen brauche. Ne? Hier ist ein Erdbergbau, aber nur Trinium. Super, oder? Was haben wir sonst noch? Jäger, Karten. Okay, achso, wir könnten mal gerade nochmal reingehen und gucken, wie die Zeit läuft. 14 Minuten noch. Und was ist jetzt mit dieser großen Truppe Schiffe da? Was ist mit denen? Sind das diese? Ne, ne? Ich glaube, die sind schon gar nicht mehr zu sehen. Sind schon wieder abgehauen oder was?
Ja. Gibt's hier vielleicht noch einen Asteroiden, den wir nur sehen? Hier ist ein bisschen duster, aber. Hier würde es mich ja in der Nähe des Kernes interessieren, ob es hier eine Station, einen Asteroiden gibt, den man einnehmen kann. Kann ich das hier besser sehen? Nee, ne? Hier ist auch neblig, oder? Das ist auch keiner. Das ist auch keiner. Nee, hier sehe ich, glaube, keinen. Die da sind einzeln. Sieht nicht genau aus. Das sind auch einzelne, ja. Jetzt nur die Frage. Gibt es noch weitere Felder? Ich glaube nicht, ne, oder? Okay, jetzt sind wir so weit, wie es möglich ist, raus, glaube ich. Ja. Und sonst gibt es keine Asteroidenfelder, nur da in der Mitte. Hier diese beiden Felder, oder wenn es off-flat ist, auch nur eins. Aber da ist nichts zu holen. Aber ich würde mal sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.